Sie läuft immer noch den Berg hoch. Sehr gut. Jetzt sehr stramme, starke Waden. Ja. Sie klettert nicht, sie läuft einfach. Aber soll so nicht, aber hey. Ja? Okay. Haben's geschafft. Ja, yeah. Waren wir hier schon? Nein, jetzt aber. Puh. Das war ja gar nicht das Lager. Wait, what? Was ist denn das? Oh Gott. Wo bin ich? Was genau? Das Lager ist ja doch da unten. Nee, ich bin viel zu hoch. Alles klar. Upsi. Oh. Wo genau bin ich? Hurubibiu? Nicht hier oben. Das ist aber trotzdem auch noch mal eins. Wir haben dir etwas verpasst. Oder ist das etwa auch wieder hier unten? Ja, erwischt sie. Kennt eben doch den Superkleber von Pippi Langstrumpf. Ja, ich glaube, die kennen sich. Die kennen sich. Da ist, glaube ich, voll was los. Da müssen wir mal ein bisschen gucken nochmal. Aber. Haben wir da nicht schon? Das ist irgendwie ein bisschen komisch jetzt. Was ist denn da oben? Da ist ja nochmal sowas. Miavora-Statue. Scheißenhausen. Ich glaube, ich muss langsam so Sachen mitnehmen, wenn es überhaupt geht. So Benzinkanister und so. Oh, die Musik ist jetzt so passend auch. Ja! Oh, vielen Dank, Yara. Vielen Dank für den Giftzap an Powerslayer. Dankeschön. Wo kam das denn her? Oh, oh, ein Rennen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Guck mal hier, das ist, da ist schon wieder sowas. Ist ja super auffällig. Da ist ein Lager. Moin, Leute. Was ist denn hier wieder los? Ja, ja, ja. Ich entführe das mal kurz, ne? Hä? Wow. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay, dann. So. Kannst du bitte da oben flacken bleiben auch? Vorsicht! 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 Autschi! Aua! Das war heiß. Bin ich tot? Nee, mir geht's gut. Gar nichts. Ja, war gar nichts. Kein Problem. Hey. Hey, hey. Chaka. Oh Mann. Blöde Statue, echt. Gut, dann ist die weg. Sehr gut. Gehen wir wieder zu diesem Papierlager da. Lager da. Es ist ja schon 3 Stunden rum und 17 Uhr. Was ist hier denn wieder los? Oh mein Gott, vergeht die Zeit schnell hier plötzlich hier alles. Jetzt pass mal auf hier. Ja? Hier. Ups, die Bums. Ja, ja, so sieht's aus. Hep.
Und hier, das ist das Wichtigste. Nein, nein, oh nein, ah, Böses im Busch. Sind alle tot? Mist, das kann ich nicht sein. Moin Daniel. Oh Gott, was ist denn das hier wieder? Aha! Läuft's ja ganz gut eigentlich hier. Ist alles voll süß und entspannt. So, was bekommen wir jetzt hier Feines? Einfache Meerjungfrau. Eine neue Ukulele und ein Turnbeutel. Und Pixie-Schnitt. Was? Wer ist Pixie? Taucheranzug blau. Cool. Sehr tolle Sachen kann man hier finden. So, wir sind wieder sehr weit ab vom Schuss, aber weil wir schon hier oben sind, könnten wir ja zum Beispiel den Aussichtspunkt freischalten. Es ist aber auch echt schön hier oben, das geht schon klar. Mhm. Halt, stopp! Du eine Hütsau! Das kann auch graben. Ja! Es ist so schön hier oben! Schwupps! Oh, das ist ja auch ein schöner Hundi. Hallo! Hundi? Ach, verdammt. Oh, hier gibt's Nudeln. Mit Schrimps, geil. Hundi! Hallo? Hallo? Will ihn streicheln. Moment, komm mal mit. So. Jetzt. Nein, renn nicht weg! Nein, ich... Na gut. Ich glaube, der hat Angst gekriegt. Ich wollte ihn doch nur streicheln. Der Stand war halt im Weg. Naja, was soll's. So. Jetzt haben wir auch alles hier frei. Oh nein, noch mehr Sammelsachen. Eieieiei. Na gut. Oh, noch ein Lager. Meine Güte. Aber sind ja auch 33. Wir haben erst 6 Stück. Boah. Man will immer irgendwo... Es ist wie in Zelda. Man will da und da hin und dann wird man da wieder abgelenkt. Und oh, was ist das denn? Und da ist ja auch noch was. Apropos, oh nein, das ist was wirklich Wichtiges. Steine balancieren. Da müssen wir hin. Scheiße, da müssen wir hin. Das ist... Oh nein! Na gut. Also... Es ist wie in Zelda. Ja, dann erst hier. Oh, ich glaube, es ist da vorne schon. Oh, da ist schon ein Schmuckstück. Meine Güte, da ist ja wieder einiges los. Hirsch! Hopp und los! Oh Gott! Lecker! Hab dich gleich gesehen. So. Dann zum Lager und wirklich zu den Steindingern dann auch, zum Steinturm. Da ist die Krähe gelandet. Sie ist gelandet! Achtung, die Krähe ist gelandet! Hab ich dich. Ja! Auf geht's! Ah, da unten. Geronimo!
Au. Verdammt. Ich glaube, ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Also geht es ja doch. Also habe ich eigentlich doch kompletten Fallschutz. Ich glaube, es war dann einfach ein Bug das letzte Mal. Moment mal. Oh mein Gott, ich sehe vor lauter Bambus gar nichts. Ach du Scheiße, ey. So, Moment mal. Sind alle tot? So. Aha! Ach, das ist hier ein Gewusel. Meine Güte. Was war das denn? Oh. Ja! Hui! Au. Und was haben wir hier? Kurzer Rock. Ach, süß. Und ein Overall, okay. Und Punk-Frisur. Was? Das ist ja mega lustig. Das hätte ich ja gar nicht erwartet in dem Game. Dann der Steinhaufen. Eieieiei. Ein Bambushain. Schön. Da ist was. Oh, da ist... Moment mal. Was soll's? Ach so, wir sind ja schon da. Dann wollen wir mal hier Steine zusammenbasteln. So. Eine kleine Zen-Übung. Ganz entspannt die Steine hinlegen oder auch nicht. Es ist verbuggt. Ja, es geht nicht. Nochmal. hallo? Hallo? Achso. Okay. Der nächste Stein. Ganz vorsichtig. Mist. Ja, so. Ist das nicht entspannend? Oh. Es ist so eine schöne, entspannende Aufgabe. Bleib liegen, verdammte Scheiße! Kein Problem. Hier ganz tief durchatmen. Und dann legen wir den Stein hier drauf. Bleib liegen! Und dann kommt der nächste Stein. Ganz in Frieden hier in der Natur. Wehe, es fällt um! Gleich haben wir es geschafft. Bitte schrei nicht so, Liara. Es ist hier eine zen-meditative Aufgabe, die wir hier will lösen. Ja. Dankeschön für die 200 Bits. Was ist hier wieder los? Oh Mann. Ach, Gottchen. Oh mein Gott, was ist dieser Turm bitte? Ach, das klappt schon. So, und der letzte Stein. Nein, nein. Perfekt. Hey, ich entspann mich doch gerade, was ist dein Problem? Ich weiß nicht. Ich habe kein Problem. Tiere anlocken freigeschaltet. Oh, schau. Schon viel cooler. Wir haben hier Delfin beschwören, Vogel herbeirufen, Krabbe, Hund herbeirufen, Tiere anlocken. Oh, das ist eine super tolle Sache jetzt. Oh, das ist toll. Das ist, glaube ich, unfassbar hilfreich jetzt. Gerade auch für solche Höhlenrätsel oder so von vorhin, ne? Oh, voll cool. Schön, schön. Das ist eine sehr praktische Aufgabe. Hä? Oh nein, ich brenne. Fähigkeit.
praktische Fähigkeiten. Hier waren wir schon, ne? Das ist hier einfach... nee, Moment, was? Ach doch, klar. Gut, das hätten wir. Ja. Wir sind übelst ab vom Schuss. Ich drehe hier durch. Wir müssen eigentlich wieder hier rüber. Wir müssen hier wieder rüber. Na supi. So hoch wie es geht. Ja. Schaffst du? Jawohl. Perfekt. Oh Mann. Entspannende Zen-Übung. Ja, danke für den Clip. Perfekt. Ich hab's gehofft. Super. Dankeschön. Oh, herrlich schön doof. So. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle tiefen entspannt. Ja. Und dann. Wohin genau muss ich? Einfach den Kompass entlang, ne? Geht schon. Also echt? Geht besser als gedacht, ne? Die Orientierung. Wenn man immer mal wieder die Karte aufruft und halt eine Nadel setzt und so, dann kommt man eigentlich sehr gut zu seinen Zielen, ne? Funktioniert besser als gedacht? Wirklich nicht schlecht. Ist eigentlich auch genau die richtige Lösung für diese Art Spiel. Sehr, sehr cool. Geronimo! Wow! Au! Fuck, das war doch zu hoch. Nun, es war dann die Rolle in den Tod, oder? Huch! Auch nicht schlecht. Das ist praktisch, weil genau hier ist das Lager. Das ist ja, was ist das denn schon wieder? Okay. Hallo? Hallo? Was passiert hier eigentlich? Nein, das wollte ich ja gar nicht. Wieder falsche Schultertaste gedrückt. Energiesparer, Trophäe erhalten! Oh nein! Moment mal, Trophäen, ne? Jetzt einen Moment mal ganz kurz. Entdecke alle Lagerfeuer, dies, das, Ananas. Ach, wie lustig. Erziele 100% in einem Nee! 98 hatten wir. Schieße einen fliegenden Vogel mit der Schleuder ab. Das ist sogar, das hat ein NPC sogar erzählt. Oh mein Gott, das ist auch noch für eine Trophäe. Das ist fies. Mach einen Seelensprung in ein Objekt, direkt nachdem du es per Seelenwurf geworfen hast. Ach, ins selbe Objekt, oder was? Das kriege ich hin. Ja, krass. Ja. Das ist hier wirklich 100% das Spiel. Das ist hier ganz schön krass. Okay, pass auf. Das ist ja gelacht. Zack. Seelenkanone. Da ist er weg. Oh, aua. Oh. Das ist ja wieder super lustig. Ah, wo kommt der Stein her? Yeah! Chuck! Hallo! Hallo! Ich hab das Lager befreit! Woo! Surfshorts? Oh.
bekommst ein Archiv, wenn du ein Tier abschießt. Das perfekte Spiel für Gronkh. Wer ist? Ich glaube, der hat das auch schon gespielt, tatsächlich. Jetzt muss ich echt einen Vogel mit... einen fliegenden Vogel, oder? Oh Gott! Ja, moin. Da war er weg. Naja. Alles für Trophäen. Was? Achso, genau, da war... Ja, Hier ist noch was. Da war echt eine böse Trophäe eigentlich. Hey, was soll denn das? Naja. Irgendwann werde ich das bestimmt platinieren, weil das ein super schönes Spiel ist. Ja, bestimmt. So. Gut. Dann hätten wir das endlich auch geschafft. Dann geht's jetzt. Wir müssen jetzt eigentlich zurück, weil wir endlich die drei Perlen haben. Wie wär's, wenn wir einfach mal zurückfahren? Das wäre doch auch mal was, ne? Das hier, das machen wir. Das machen wir. Bisschen Storytime jetzt, oder? Oh Gott. I'm scared, man. Kann's wegschubseln. So. Nein, nein. Segel. So. Jetzt im Moment mal. Da war doch gerade. Hä? Wo ist der Vogel? Weg. Überfahren. Hä? Mann, der arme Vogel. Ne, der muss fliegen wohl. Zack! Tontaube! Ich hab sie getroffen. Krass. Krass. Ich hab's voll drauf. Oder so. Weiß nicht. Naja, Trophäe. War das sogar eine Silber? Das Spiel ist der Zeit. Achso, echt? Ich dachte, der wäre schon längst durch oder so. Hat sie erschossen. Zu schauen, ob es noch schief geht. Oh, gab's nicht. Ja, oh. Ich glaube, der macht öfter so Unsinn mit Tieren. Dann werden sie gegronkt. Ach so. Okay. Hä? Da ist ja eine Kiste. Naja. Ah, so ein schönes Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit der Story dann weitergeht, nicht wahr?